Willkommen beim Unboxing des Pakets von Hollies Allerlei. Gerade vorweg, die erste Aufnahme, ja, die werde ich nicht holen, die hat mir nicht so gefallen, da gab es ein paar Schwierigkeiten. Deshalb ist das hier der zweite Versuch sozusagen und teilweise die Sachen, die da drin sind, sind auch nicht mehr so original, wie es von Hollies verpackt worden ist. Von daher jetzt nicht wundern. Aber gucken wir mal rein. Also wie gesagt, die Sachen habe ich schon gesehen, alles, weil ich ja schon aufgenommen hatte. Aber ich habe es nochmal etwas hergerichtet. So. Da hätten wir einmal das Keller Family Mix. Raketensortiment, etwas älter schon. Ja, mit ein paar Raketen, Luftheulern, Böllern, bisschen Klasse 1. Dann Family Mix 2000. Auch älter, wieder mit Raketen, Luftheulern, paar Böllern, Klasse 1. Sehr schön. Dann haben wir hier das. Komm schon. Das Nico Pyrowave 2000. Die Weltrekordraketen. Ja, müssten Shitties sein, so wie ich das hier höre. Schönes Raketenset. Einmal. So, da gehen wir gerade über die Böller drüber. Beziehungsweise haben wir hier erstmal zweimal Feistel römisches Licht D. Ich lasse das jetzt mal hier drin. Ein Schinken Pyromax China Böller. Zwei Schinken Pyromax China Böller D. Dann haben wir mehrere Packungen verschiedener Keller D-Böller. Da und hier. Dabei muss ich sagen, da wurden zusätzlich vier Stück von Hollies gratis dabei getan. Wahnsinn ist das. Dann haben wir, die sind übrigens mit polnischem Backlabel alle. Dann haben wir noch Super Böller A von Keller. Verschiedene Ausführungen, einmal mit der Doppelnummer und einmal Einzelnummer. Davon hat Hollies sage und schreibe nochmal 6 Päckchen dazu gesteuert gratis. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir hier Super Böller B. Dann hat die Packung bei Holly 7,99 gekostet, also die etwas bessere Version, würde ich jetzt mal sagen. Und davon hat Holly noch ein Päckchen beigesteuert, also ein Päckchen, was 7,99 bei Holly normalerweise gekostet hätte. Ja, das war's. Die Bestellung von Holly ist allerlei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich habe noch was vergessen. Und zwar 2 Packungen Kanonenschläge von Weco. Die etwas ältere Version. Schauen wir mal rein. Das ist noch mit BAM P2 Nummer. Ja, schön dicke Bandung noch. Feine Teile. So, das war's aber. Bis dann.